Eigentlich hatte ich null geplant, heute zu vloggen. Überhaupt in den nächsten Tagen zu vloggen. Aber ich glaube, wir müssen hier einige Dinge klären. Ich habe nämlich die Kommentare unter meinem letzten Video gerade gelesen. Also 90% von euch sind ja auch wirklich immer lieb und nett. Aber wir haben hier ein Kommunikationsproblem. Zum einen, warum ich nicht mehr so viel Privates erzähle. Ich glaube, wenn man mal wirklich über meine Situation nachdenkt und auch über das, was ich in der Vergangenheit erzählt habe, kann man sich das eigentlich zusammenreimen. Zum einen darf ich einfach über gewisse Dinge nicht mehr sprechen oder gewisse Dinge nicht mehr zeigen. Fakt Nummer eins. Fakt Nummer zwei ist natürlich, da das hier alles öffentlich ist und ich nicht verhindern kann, dass einige Menschen diese Videos sehen, mache ich mich mit jedem einzelnen Video, was ich hier hochlade, angreifbar. Man kann aus jedem Video sich irgendwie was ziehen, ja, um das negativ gegen mich einzusetzen. Mit jedem einzelnen Video mache ich das hier. Und deswegen muss ich einfach aufpassen, was ich erzähle, was ich thematisiere. Und ein dritter Punkt ist einfach auch, ich habe in der Vergangenheit viel, viel Privates, viel aus meinem Leben preisgegeben. Das kann man eigentlich, und damals habe ich es auch, als etwas Positives sehen, als etwas Positives empfinden. Dass man halt so offen ist und das erzählt. Fand das auch eigentlich immer gut, bis ich dann erkannt habe, es ist aber eigentlich eine Form von Selbstdarstellung, von sich in den Vordergrund stellen, von irgendwas nach außen zeigen. Und mit meiner Arbeit an mir selbst hat das abgenommen. Also ich brauche das nicht mehr. Ich möchte das einfach auch nicht mehr. Und deswegen hat sich das so peu à peu hier ausgeschlichen. Weiß ich nicht so, ne? Dass es halt einfach nicht mehr so ist. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass ihr gar nichts mehr von mir erfahrt. Ihr reimt euch nur manche Dinge einfach falsch zusammen. Und deswegen hier, um die meistgestellten Fragen jetzt ein für alle Mal nochmal klipp und klar zu beantworten, obwohl ich das schon getan habe. Ich bin nicht schwanger. Ich bin auch nicht ein bisschen schwanger und erzähle es euch erst in ein paar Wochen. Ich bin nicht schwanger. Warum das eine Babyvideo und warum auch noch Babyvideos folgen werden, das werde ich aufklären. Auch das habe ich schon gesagt. Ich werde es aufklären, wenn es soweit ist und auch dann in einem angemessenen Rahmen. Auch die Annahme, dass ich einen Freund habe, ist falsch. Ich bin in keiner festen Beziehung. Wenn ich manchmal in Videos sage, mein Freund hat gesagt oder mein Freund hat mir geschrieben, dann meine ich Freunde. Ich hasse einfach, auch das habe ich schon mal gesagt, den Begriff Kumpel. Ich habe keine Kumpels, ich habe Freunde. Ich bin erwachsen, ich habe Freunde. Und männliche Freunde heißen Freunde. Weibliche Freunde heißen Freundinnen. So, also. Und auch das habe ich schon mal gesagt. Wenn ich eine Beziehung hätte, würde ich das in einem angemessenen Rahmen nach einer gewissen Zeit mit euch teilen. Das ist mir schon auch wichtig. Das braucht ihr ja auch für das Gesamtbild, um alles begreifen zu können, um alles im richtigen Verhältnis sehen zu können, was ich erzähle. Also logischerweise würde ich das irgendwann mit euch teilen. Ja, aber halt auch, mich stört halt so diese Forderung so ein bisschen. Du musst doch mehr aus deinem Privatleben und wir wollen mehr Vlogs und so. Also ihr könnt das immer gerne schreiben, was ihr lieber sehen wollt. Ich werde es aber nicht ändern. Also ich führe meinen Kanal so, wie ich da Bock drauf habe und wie ich da gerade Lust drauf habe. Und wenn ich gerade keine Lust habe, Vlogs zu drehen oder auch nichts zeigen möchte, mache ich es halt einfach nicht. Es gibt Kanäle hier auf YouTube, die zur reinen Unterhaltung da sind. Ich finde auch Vlogs dienen fast ausschließlich zur reinen Unterhaltung. Also da gibt es genug Sachen auf YouTube, die ihr euch sehr, sehr gerne angucken könnt, wenn ihr das mögt. Mein Kanal ist aber immer noch, auch zum Großteil möchte ich euch einen Mehrwert liefern. Es macht mich fast traurig, dass Videos, die einen Mehrwert für euch tatsächlich liefern, offensichtlich weniger wert sind als Vlogs, die einfach irgendwie nur unterhalten. Also ich verstehe zu einem gewissen Teil diesen Anreiz. Übrigens im Hintergrund läuft meine Waschmaschine.
aus dem Leben anderer was zu erfahren und sich davon unterhalten zu lassen. Das verstehe ich. So funktioniert Social Media. Aber ich verstehe nicht, wenn das jemand dann weniger macht, dass ich dann irgendwie das fordere und du machst gar nicht mehr und wir wollen doch und Aber es ist einfach, ich würde das niemals tun. Ich würde niemals bei einem Kanal schreiben, aber und du machst doch nicht und früher hast du doch und ich will jetzt. Gut. Jeden das Seine und jedem auch seine Meinung. Ich werde aber nichts an diesem Kanal ändern. Wenn ich das mal wollen würde, wenn ich irgendwie nicht mehr mit meinem Kanal zufrieden wäre und gerne eure Meinung hören wollte, dann würde ich euch danach fragen. Ist aber gerade aktuell nicht so. So. Das erstmal dazu. Dann nochmal was zum Thema Werbung, weil sich da auch viele... Werbung ist auf Social Media völlig normal. Völlig. Ich erkenne Werbung vielleicht sogar noch schneller, als ihr es tut. Ihr werdet wahrscheinlich unterbewusst, unterschwellig mit noch mehr Werbung zugeknallt, als ihr überhaupt wisst. Ich unterscheide immer noch zwischen Werbung und zwischen Empfehlungen. Wenn ich vor allen Dingen in Vlogs Dinge zeige, Dinge empfehle, dann ist das, weil ich die empfehlen möchte. Und für manche Dinge mache ich tatsächlich auch Werbung, weil ich dafür einfach bezahlt werde. Habe ich auch schon mal drüber gesprochen, dass das halt einfach auch ein Teil meines Business ist, Geld damit zu verdienen, dafür bezahlt zu werden. Und es steht euch immer frei, diese Videos zu gucken. Ich werde schauen, dass ich in Zukunft öfter halt leicht das Wort Werbung vorne hinschreibe. Aber es steht euch ja immer frei, dieses Video zu gucken oder nicht zu gucken. Und wenn es, also ich werde auch nicht aufhören damit, euch Dinge zu empfehlen, die ich gut finde. Weil ich das einfach auch mag. Also ich habe selber durch unglaublich schon viel, durch Empfehlungen in Social Media Dinge gekauft oder mit Dingen angefangen, die ich halt jetzt mittlerweile richtig, richtig gut finde. Und es ist auch immer noch so dieses, also wenn euch 80% meiner Videos nicht gefallen, dann deabonniert doch und guckt nicht mehr. Das würde ich persönlich ja auch machen. Wenn euch aber halt von 5 Videos nur 1 nicht gefällt, dann ist es auch okay. Aber dann würde ich mich tatsächlich auch freuen, wenn ihr, gehen wir jetzt mal davon aus, ihr guckt 5 Videos von mir. 1 davon gefällt euch nicht. Der Großteil kommentiert halt bei diesem einen Video, was ihm nicht gefällt. Und bei den 4, die ihnen gefallen, halt leider nicht. Ich würde mir das gerne andersrum halt einfach ein bisschen wünschen. Dass ich nicht nur Kommentare bekomme, wenn irgendjemandem was nicht passt, sondern dass ich halt auch mal Kommentare bekomme, wenn einem mal was gefällt. Das wäre auch ganz schön. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht so die ganze Zeit meckern und mosern. Ich hatte nur gerade noch mal das Bedürfnis, irgendwie noch mal ein paar Dinge klarzustellen, ein paar Dinge zu sagen. Ich weiß nicht, wir können gerne auch ein Q&A machen. Also wenn ihr jetzt hier noch offene Fragen habt, könnt ihr die gerne mal in den Kommentaren stellen und ich entscheide dann anhand der Qualität der Fragen, ob ich daraus nochmal ein Video mache. Ansonsten, damit das jetzt hier nicht nur so ein gezielter Video wird, würde ich euch jetzt noch ein bisschen durch den restlichen Tag mitnehmen, damit das Ganze irgendwie doch noch einen Vlog-Charakter kriegt. Es ist jetzt gleich 10, glaube ich. Ich habe gerade einen Wrap gegessen. Ich war heute Morgen nämlich schon beim Arzt, eigentlich bei einem ganz normalen Check-up. Und es ist so logisch, wenn ich eigentlich wegen nichts zum Arzt gehe, also ich fühle mich nicht krank, habe ich natürlich eine Nierenbeckenentzündung. Erklärt, warum ich mich die letzte Zeit nicht gut gefühlt habe und nicht so viel Energie hatte, aber es nervt mich schon wieder. Also Nierenbeckenentzündung, ich glaube, seit ich so Anfang 20 bin, zieht sich das, habe ich das mehrmals im Jahr. Ja, kriege ich einfach nicht los, weiß ich nicht. Und mittlerweile, ich merke es ja nicht mehr. Also ich hatte keine Schmerzen. Erst als er mir halt auf den Nieren da rumgedrückt hat, hatte ich Schmerzen. Und deswegen sehe ich es tatsächlich auch nicht ein, das verschriebene Antibiotikum jetzt zu nehmen. Ich muss in einer Woche zum Kontrolltermin und ich probiere das jetzt tatsächlich mal ohne Antibiotikum. Wenn das dann weggeht, gut für mich. Wenn nicht, ja, ist halt meine eigene Schuld, ne? Ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von Antibiotikum. Gucken wir uns das einfach mal an. Genau, ich habe in einer halben Stunde ein neues Interview. Wenn euch die Interviewreihe gefällt, guckt es euch an. Wenn es euch nicht gefällt, guckt es euch einfach nicht an. Genau, in einer halben Stunde nochmal ein Interview. Und ich gucke gerade die ganze Zeit auf etwas, was ich euch gleich mal zeigen möchte. Was wir seit gestern neu haben. Und die Kinder, die sind völlig, völlig fasziniert davon. Achtung! Wir sind seit gestern stolze Besitzer einer fleischfressenden Pflanze.
Vielleicht zum Vorfeld muss ich was dazu sagen. Wir haben genau zwei Pflanzen in dieser Wohnung. Zwei echte. Und das ist eine davon. Ich habe null Ahnung davon. Null. Also das ist jetzt, glaube ich, eine, die Fliegen fängt, Fliegen frisst. Und deswegen sind die Kinder da immer ganz erpicht drauf und gucken da ständig rein, ob sie irgendwas sehen oder so. Das ist so ein Glas, hier oben ist so ein Loch, wo hoffentlich, nehme ich an, die Fliegen vielleicht reinfliegen, dass das so der Plan ist. Es stand dabei, dass die nicht viel Wasser brauchen. Was aber bitte ist nicht viel Wasser? Also viel passiert halt wohl einfach durch die Feuchtigkeit im Glas einfach, dass die sich selbst befeuchten. Aber was ist denn nicht viel Wasser? Wie oft soll ich die gießen? Und kann ich dann einfach hier oben so reingießen? Oder darf ich nur irgendwie das hier unten wässern? Also ich habe keine Ahnung. Ihr dürft mir da gerne mal berichten. Eine fleischfressende Pflanze hat sich mein großes Kind schon lange gewünscht. Jetzt haben wir eine. Und es ist wirklich für die Kinder sehr, sehr, sehr faszinierend. Also ich hoffe, die überlebt eine Weile. Das wäre ganz schön. Gucken wir uns mal an. Achtung, es folgt Werbung. Ich möchte euch das Buch zeigen, was ich gerade lese. Das ist von Kerstin Böhm, 3 Leben mit dir. Hier habe ich übrigens so ein ganz tolles, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, Lesebändchen mit dazu bekommen. Ich sage auch gleich dazu, ja, ich habe dieses Buch zugeschickt bekommen. Ja, ich werde dafür bezahlt, später ein Video dazu zu machen. Nichtsdestotrotz ist das ein unglaublich schönes Cover. Ich habe auch ein paar Postkarten dazu gekriegt, die auch sehr schön sind. Und liest sich schon sehr gut an. Ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich lese euch das mal kurz vor. Moment. 3 Leben mit dir. Was, wenn wir eine einst getroffene Entscheidung ändern und unser Leben noch einmal leben könnten? Das ist ja was, das fragt man sich ja vielleicht öfter mal, manchmal. Für die 30-jährige Hamburgerin Rebecca steckt hinter dieser Frage nicht nur ein Gedankenspiel. Sie hat die Gabe, zu einem Moment in ihrer Vergangenheit zurückzukehren und die Weichen für ihre Zukunft neu zu stellen. Über mehrere Leben schwankt sie in ihrer Entscheidung zwischen zwei Männern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Beide ihre besten Freunde seit Kindheitstagen. Doch bei ihrer Wahl kann sie nicht allein auf ihr Herz hören, denn es steht so viel mehr auf dem Spiel als ihr eigenes Glück. Eine Geschichte über schicksalhafte Liebe und die Wege, die von ihr fort und zu ihr hinführen. Finde ich super, super schön. Also liest sich schon sehr gut an. Hat ein paar mehr Seiten als sonst, also 400 sind es diesmal. Aber werde ich, glaube ich, viel jetzt über das Wochenende von lesen. Weil hat man ja manchmal, ne, dass sich das so in einem einfach fortliest und das ist ganz, ganz tolles. Übrigens, ich trage ja nicht so oft Ohrringe. Seht ihr ja selber in meinen Videos. Wenn ich allerdings die Haare zusammen habe und ich musste die heute Morgen zusammen machen, trage ich gerne Ohrringe. So, jetzt vertrage ich nur noch echtes Silber und ich habe tatsächlich auch nur noch dieses eine Paar. Und habe die heute Morgen reingemacht und das hat sofort so stark gezwiebelt. Man sieht auch noch, dass die ein bisschen rot sind, aber es tut jetzt nicht mehr so da weh. Und ich dachte so, boah, was hast du denn da? Was kannst du dir denn da reinmachen? Und habe dann einfach, also ich habe so einen Roll-On, wo halt Lavendelöl mit normalem Öl, also normalem Öl, was habe ich denn da drin? Lomi-Lomi-Öl gemischt ist. Das trage ich eigentlich vor dem Schlafengehen den Kindern auf die Fußsohlen auf. Und das habe ich mir dann einfach, also nochmal rausgemacht, das aufgetragen, dann nochmal reingesteckt. Und nach einer Weile hörte tatsächlich das Zwiebeln auf. Ja, ich bin einfach, also ich würde tatsächlich öfter Ohrringe tragen, auch ein bisschen was Größeres. Aber jetzt, wo ich halt gerade dran denke, habe ich nicht die Zeit, irgendwo hinzufahren und mir Ohrringe zu kaufen. Und dann vergesse ich es halt wieder. Und wie zum Beispiel bei Rossmann, wo man ja öfter ist, ist die Auswahl an Echtsilberohrringen echt nicht so doll. Ja, und deswegen habe ich nur dieses eine Paar. Der Diffuser läuft selbstverständlich auch schon wieder. Und ich habe hier seit gestern so eine übelst geile neue Mischung. Und zwar habe ich jetzt hier drin 6 Tropfen Lemon, also Zitrone, und 3 Tropfen Vetiver. Ich hoffe, man spricht das so aus. Mega. Also Lemon ist ja so dieses Frische, ne? Und Vetiver ist eher so, hat sowas von Wald und ist auch sehr erdend und so eigentlich gut für die Hormone, um das alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also es riecht sehr gut und tut mir auch sehr, 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 sehr gut. War das jetzt wieder Werbung? So, ich bin gerade fertig geworden mit dem Interview. Das speichert jetzt erstmal ab. Und ich muss dann sagen,
dass mir diese Interviewreihe richtig, richtig gut gefällt. Also es war von am Anfang überhaupt gar nicht so geplant. Dann hat sich so diese Mamas Erzählen-Reihe irgendwie entwickelt. Und jedes Gespräch, was ich führe, natürlich habe ich immer sowas, was am Ende bei rauskommen soll. Und natürlich kenne ich auch die Geschichten der Mütter. Aber das, was dann im Laufe des Gesprächs kommt, ist immer wieder überraschend und immer wieder schön zu sehen und immer wieder anders. Und am schönsten finde ich es dann, wenn die Mamas, die ich interviewt habe, dann halt so im Nachgang sagen, es war richtig toll, das mal für sich zu reflektieren, was da alles passiert ist, wie man sich entwickelt hat, was einem das gebracht hat, auch wenn es im ersten Moment ja erstmal große Scheiße war vielleicht, was dann am Ende bei mir eigentlich rumgekommen ist. Und auch das heute war wieder sehr, sehr schön, waren wieder tolle Sachen, die ihr euch so rausziehen könnt für euer Leben. Deswegen, diese Interviews, die kann man schön mal nebenbei hören, aber wirklich zuhören, weil da sind so Goldstücke drin von nehmt euch das mal mehr an oder versucht es mal auf die Art und Weise zu sehen. Also es war wieder sehr, 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 sehr schön. Ich werde das jetzt gleich noch schneiden und bearbeiten. Und oh, wie spät haben wir es denn überhaupt? Schönes Bad da im Hintergrund. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht, dass ich essen kommen soll. Okay, also muss ich jetzt mal kurz noch ein bisschen umstrukturieren. Ich habe mir gerade noch schnell mal meine Haare gewaschen. Lasst uns doch mal über Haare, speziell über Locken, kurz sprechen. Also ich trage meine Haare ja mittlerweile jetzt, ich glaube, so 3 Monate in Locken. Seitdem habe ich die tatsächlich auch nie geföhnt oder irgendwas anderes mit denen gemacht. Ich habe die auch nicht mehr geglättet, gar nichts. Wirklich 3 Monate komplett in Locken. Ich bin immer noch am Rumprobieren, Ausprobieren, was so Produkte anbelangt. Also ab und an benutze ich halt hier so ein Gedöns, ne, so ein Schaumfestiger. Ja, bin ich jetzt nicht so 100% zufrieden, geht. Das hatte ich mir ganz am Anfang mitgebracht. Geholt, weil die Friseuse das empfohlen hat, dass ich mir da immer noch sowas reinknalle. Damit bin ich mega unzufrieden. Das brauche ich auch nicht. Es hilft mir auch nicht beim Lockigwerden. Also es geht mir ja darum, dass die Naturlocken, die ich habe, dass da einfach die Lockenform noch mehr rauskommt. So. Und das hilft mir tatsächlich nicht so sehr. Vince hatte das jetzt schon einmal in den Haaren. Fand er jetzt auch nicht so geil. Mal gucken, was ich mit dem Krempel mache. Wahrscheinlich fliegt es dann doch irgendwann weg. Dann hatte ich jetzt von einer Freundin gekriegt. Das hatte die erst ausprobiert von H&M. Make Waves Curl Cream. Antifrizz Structure and Shine. Bei ihr hatte das nicht so gut funktioniert. Und ich war jetzt auch nicht so mega glücklich. Es riecht super gut. Die Locken wären auch... Ich zeige euch das gleich mal an meinen Haaren. Die Locken werden eigentlich so, wie ich es gerne hätte. Aber es ist nicht sehr langanhaltend. Also die sehen halt, wenn sie trocken, gerade trocken sind, halt mega cool aus. Und dann hängt sich das aber ganz schnell aus. Ist also auch nicht so das Wahre. Und das hier habe ich erst letztens mitgenommen. Sonst habe ich echt tatsächlich immer nur ganz normales Shampoo benutzt. Kein Lockenshampoo. Und jetzt habe ich zum ersten Mal hier so von Rossmann so ein Locken- und Kraft-Shampoo. Das riecht sehr gut. Und ich kann jetzt so weiter nichts Negatives darüber sagen, ob es jetzt bei den Locken hilft, keine Ahnung. So sehen meine Haare dann aus. Seht ihr, was ich meine? Also da ist schon, das sind schon Locken, aber nicht so, wie ich sie gerne hätte. Also das ist jetzt übrigens mit Leinsamengel, so nennt man das, genau. Finde ich 1000-mal besser als Schaumfestiger, was so die Haltbarkeit anbelangt, aber sie werden halt sehr, die sind halt so einzeln gecurlt und ich hätte gerne eine große Masse Locken. Wisst ihr, wie ich meine? Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn ich die nur so Luft trocknen lasse. Heute bin ich auch mega unzufrieden, wie die sich so gelockt haben. Gefällt mir gar nicht, da muss noch irgendwas passieren. Deswegen trage ich die auch selten so in diesem Zustand, sondern ne, mit Klemmen und Spangen und Haarbändern und so. Also heute sind die nicht schön geworden. Was ist das hier? Ja, falls ihr noch irgendwelche extrem tollen Lockentipps kennt, dürft ihr mir die jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich mache jetzt los. Wir haben nämlich heute diese Zirkeltreffen und besprechen heute das beste norwegische Buch aller Zeiten. Habe ich mir nicht ausgedacht, ist tatsächlich so.
Und zwar Mengelesu. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich drauf. So, normalerweise geht es immer von 3 bis 4. Heute haben wir uns mega verquatscht und es ging bis 4:30. Und jetzt habe ich Stress. Ich bin gerade schon quasi förmlich nach Hause gerannt. Ich habe jetzt Stress. Ich habe jetzt nur noch 20 Minuten, um mich fertig zu machen, weil ich zum Essen verabredet bin. Deswegen, auf geht's. So, ich habe es tatsächlich gut geschafft. Bin jetzt gar nicht so viel später dran. Das ist so mein safes Outfit. Wenn ich nie weiß, was ich anziehen soll, ziehe ich das an. Haare ein ganz kleines bisschen zusammengemacht, weil mir die heute nicht so gut gefallen, wie die fallen. Okay, ich hoffe, der Vlog hat euch wieder gefallen. Ich gehe jetzt lecker essen und habe einen schönen Abend. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!